zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Mein Stuhl knittert immer noch, das wird sich so schnell nicht ändern. Und ich nehme euch heute wieder mit in das Hochzeitsalbum zu. Viele Seiten habe ich schon fertig. Ich habe jetzt noch 2x3 Seiten hier und habe mein ganzes Material schon zusammengetragen. So, bevor ihr es vergesst, abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir Likes. Gerne auch, nachdem ihr das Video geschaut habt, ganz klar. Ja, und lasst uns diskutieren. Vielleicht habt ihr noch coole Ideen. Gut, ich bin jetzt fast fertig mit dem Album. Man sagt ja immer, die letzten 20% dauern am längsten. Ich glaube, da habe ich jetzt mit angefangen. Ich habe nämlich noch 2 Dreifachseiten und eine Doppelseite übrig und das Cover fertig zu machen. Das wird die härteste Nuss, da nehme ich euch wieder mit. Okay, wie geht's weiter? Wir haben hier ein bisschen Stempereerpapier. Das habe ich schon mal ausgeschnitten. Und zwar innen ausgehöhlt, damit man, jetzt muss man Jack wieder herhalten, damit man ein Foto hinten reinschieben kann. Das ist der Plan mit diesem. Und mit diesem Schubs. Ein anderes Foto, was quer ist, ist leider irgendwie angekommen. Ich werde es die Tage bestimmt wiederfinden. So, die beiden sind vorbereitet. Die lege ich mir jetzt erstmal zur Seite. Dann habe ich noch vorbereitet diese kleinen Süßen mit den hübschen Worten darauf. Sunshine, Treasure, Together, Love und so weiter und so fort. Die werde ich mir gleich noch weiter vorbereiten und werde sie entsprechend distressen. So, und das Ganze habe ich in dem einen Stamperia-Papier, was es fast nicht mehr gibt. Das musste ich wirklich aus Amerika importieren. Ich schreibe euch, wenn ich den Namen finde, schreibe ich euch den Namen in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall mega schwer zu kriegen, aber es passt hier einfach perfekt auf die letzten Seiten. Da habe ich mir zum Beispiel diese kleinen Rämchen hier gefunden und auch diese Quadrate. Die werden mir dann später das Foto von Jack mal quer das Foto so festhalten. Ihr werdet sehen. So, was ich jetzt mit denen hier noch machen muss, die muss ich noch einmal schön distressen. Und zum Distressen von allem habe ich mir diese 3 Farben ausgesucht, die, wie ich finde, ganz gut zusammenpassen. Mir fehlt noch so ein Sepia-Ton. Den habe ich noch nicht. Da muss ich tatsächlich nochmal stöbern gehen. Auf jeden Fall werde ich das hier ohne laufende Kamera machen, weil ich glaube, ihr kennt das Thema Distressen. Ne? Das ist nichts, was ich euch jetzt hier in langer, epischer Breite nochmal vorführen muss. So, das heißt, die beiden lege ich mir jetzt nochmal zur Seite, die Pakete. Und genauso diese kleinen Worte hier, die sind auch aus diesem Entschuldigung. Die sind auch aus diesem Papierpack von Stamperia. Diese ganzen schönen Worte, die ich dann auch mit auf diese 2x3 Seiten verteilen werde. Auch die möchten gerne distressed werden. Das wird auch nochmal ein bisschen Arbeit, weil das ist ja ziemlich viel Fummelkram hier, ne? So, das ist aber auch wiederum nichts, was ich euch hier vor der Kamera entsprechend präsentieren sollte. Das dauert ein bisschen. Jetzt habe ich ja noch andere Sachen hingelegt. Ich habe einmal ein Stencil. Ne, einfach Blümchen. Könnte ein bisschen kitschig werden. Ich glaube allerdings nicht, weil ich werde das Ganze hier mit mindestens mal mit Dried Marigold machen. Und das wird so ein bisschen im Hintergrund verschwinden. Dazu möchte ich gerne noch so ein bisschen was von diesem furchtbar dünnen Notenpapier hier verpuzzeln und verbasteln. So, dieses furchtbar dünne Notenpapier, das werde ich in Streifen aufkleben, schön trocknen lassen und dann abreißen. Da bin ich gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich das möchte. Aber wie das schöne Junk Journaling und Co. ist, man kann ja alles wieder überkleben, nicht? So, was ich auf jeden Fall auch noch tun werde, ist den Rand entsprechend distressen. Ein bisschen gucken, dass ich hier nicht die andere Seite mit in Mitleidenschaft ziehe. Aber man sieht, die letzte Seite, ich spoiler schon mal, hat etwas viel Kleber abbekommen und ist deswegen ein bisschen wellig. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich mir hier keine Wellen irgendwie reinbaue. So. Also was hier ganz schön ist, dieses super dünne, süße Paper, das fetzt ganz gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten einen Klebestreifen drauf mache, draufklebe, halte ich dann noch fest und reiße ab. Was ich jetzt mache, damit ich noch nebenbei weiterarbeiten kann, weil es muss ja einfach eine Runde trocknen. Ich
mache mir hier so Häppchen, die ich hier irgendwo mit hinpacken möchte. Und Sonne im Mai. Naja, Sonne im Mai ist ja prima. Wenn wir beide im Juli heiraten. Also die werde ich jetzt hier so schön über die Papiere verteilen. Nur mal so ein bisschen am Rand. Ne? Also das mittendrauf. Wir haben ja einfach mittendrauf auch ein Foto. Das kann man mal so sagen. So, und da können einfach so wild in der Pampa herum. Und packe ich mir einfach ein paar auf Halde. Wild in der, auf den Seiten herum diese Noten sein. Und sie werden hier und da einfach rausgucken. Ja, also hier und da wird einfach so ein Stückchen Note rausgucken. So, wie viele Seiten habe ich? Kurz überschlagen, 6 Stück. Jetzt kommt die fröhliche Sommerzeit. Na, wie schön. Herzlich tut mich erfreuen. Herrlich, ich freue mich. Auch ich freue mich, liebes Lied, über dieses wunderschöne Fotoalbum. Kommen wir mal hier. Alle Vögel sind auch schon da. Gut, im Endeffekt wird man von den Liedern an sich später nicht mehr viel sehen. Man wird höchstens mal eine kleine Textzeile finden. Also es wird auch ein Rätsel werden, wenn man hier eine Textzeile findet. Und könnte man Rätsel raten, welches Lied es ist. Gucken, wie beiden dafür Zeit haben. So, jetzt habe ich nicht mitgezählt. Ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube, dass man einfach Papier und Notenfetzen immer braucht. So, geh aus, mein Herz. Na, wie fein. Geh aus, mein Herz. Darf doch auch nicht fehlen. Und ein junger Wandersmann. Wohl auf ihr Wandersleut. Nun gut. Jetzt haben wir aber definitiv genug Fetzen. Jetzt nehme ich euch nämlich einfach mal mit und zeige euch mein Fetzengearbeite. Und wenn das Zeug nicht klebt, dann kann ich mich den Distressen von dem anderen Krempel da widmen. Mein Stuhl knetert immer mehr. Ich weiß nicht, ob ihr darüber lachen könnt oder ob es echt nervt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde, kneternde Stühle sind irgendwie witzig, wenn man es nicht die ganze Zeit abkriegt. So, ich nehme jetzt einen dünnen Pinsel, weil ich das Klebstoff, genau, weil ich das Klebezeug ziemlich präzise auftragen möchte. Einmal abgetrocknet. Und zwar mache ich das jetzt so, ich schaue mir die Vorderseite an, welche Notenreihe will ich haben. Ich halte die so ein bisschen ins Licht, dann sehe ich nämlich, wo ich denn wirklich klebe. Und dann mache ich hier so einen schönen Streifen drauf. So, einmal angepeilt, kann man das auch so lassen. Wie gesagt, ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe das natürlich schon mal gemacht, nur nicht in diesem Album, nicht mit diesem Papier in Kombi. Das heißt, es könnte gut gehen, es könnte aber auch ziemlich blöd aussehen. Oder einfach nicht vernünftig fetzen oder was auch immer. Wir werden sehen. So. Man muss das ganze lustige, ich lese gerade lustige Mai, der Mai, der lustige Mai. Man muss den ganzen Spaß hier wirklich gut trocknen lassen, weil sonst fetzt es nicht ab. Und das, was ich möchte, ist halt einfach wirklich so ein Papierfetzen von so einem Lied. Das heißt, ich klebe hier auch nicht das komplette, die komplette Notenstreifen auf. Ich klebe einfach, ich versuche mal den Notenschlüssel mit drauf zu haben, weil ich finde Notenschlüssel einfach total schön. Aber ich versuche es einfach so zu kleben, dass das irgendwann so ausläuft. Das heißt, ich werde den Rest von dem Notenstreifen abreißen. So, und das werde ich jetzt hier durch die 6 Seiten durchziehen. Na, auch hier wieder so ein bisschen angedeutet. Mache ich hier mal auf dem Kopf. So. Bisschen Notenstreifen hier hin. Und ich werde natürlich dann auch noch den Stencil benutzen. Das heißt, die Noten an sich, die sind ja nicht das Einzige, was hier irgendwie drauf wohnen wird. Sondern wir haben noch einen Stencil und wir haben natürlich dann auch noch das Distressed drumherum. Jetzt kann ich hier noch gar nicht richtig sprechen. Und hier kann ich zum Beispiel mal ein bisschen breiteres Stückchen machen, weil ich will das in die Ecke setzen. Und guck mal, was ich hier so fetzen kann. Zack. Fetz me, baby.
Nun gut, wenn man das alles schön hinter dem Papier versteckt und kein Kleber draußen hervorlugt, kann man natürlich auch gleich die nächste Seite machen. Ja, weil dann klebt das dünne Papier da nicht dran. Ich muss mal eben schauen, ob ihr noch ein Bild seid. Just, ihr seid noch ein Bild, ich freue mich. So viel Freude an einem Tag ist, glaube ich, unglaublich. Ein schöner Mayen. So, gucken wir mal. Der Notenschlüssel mit erwischt. Bisschen Fetzen. Zack, hier oben in die Ecke. So, ich weiß nicht. Also ich denke mal, ich werde euch nicht hier die 6 Seiten volle Kanne gönnen, weil das, was ich als letztes hochgeladen habe, war ja diese 6-teilige Reihe mit dem kleinen blauen Bankjournal-Notizbuch. Möglicherweise habt ihr jetzt langsam die Nase voll von meinem Gequatsche. Könnte ich euch nicht verdenken. Weil 6 Mal immer fast eine Stunde. War doch eigentlich schon guter Content, um euch eine Bulette ans Bein zu labern, oder? Gut. Ich mache das jetzt hier fertig. Blätter hier meine Seiten ein wenig. Distresse meine Stamperia-Sachen. Und dann werde ich euch wieder dazu holen, wenn es darum geht, diesen Spaß abzufetzen. Das macht nämlich Laune, vorausgesetzt, es funktioniert. Bis gleich. So, Distressen fertig und der Kleber scheint sehr gut angetrocknet zu sein. Ich habe es nämlich hier schon mal ausprobiert. Und zwar ist das so, man reißt das ein ganz bisschen an, weil es kann nämlich sonst echt nach hinten losgehen. Und reißt es dann ab. Bisschen wie ein Pflaster. Ich reiße es dann hier so ein kleines Stückchen ein. Guck mal, was mein Kleber hier so daraus macht. Und das ganz praktisch ist, wenn man das hier nochmal so um die Ecke reißt. Das heißt, man hat dann wirklich so ein Felsen. Let's Fets, sprach der Frosch und so, ne? Man reißt quasi damit am Kleber lang. Natürlich mal ein bisschen gucken, wenn da irgendwo noch was absteht. Einfach nochmal von einer anderen Richtung reißen. Und so mit der Zeit hat man kleine Papierfetzen auf dem großen Papier. Wenn hier noch was absteht, dann gehe ich immer nochmal drunter. Man kann natürlich dann auch noch die abstehenden Fetzen später ankleben. Dann muss man einmal Pinsel nehmen und so ein bisschen unter die abstehenden Kanten gehen. Das funktioniert auch. So, wo haben wir denn hier den Kleber? Ja, ist ein bisschen Überraschungspaket, weil ich weiß immer nicht ganz genau, wie viel Kleber, wie breit ich den da drunter gemacht habe. Habe ich ein bisschen noch Gefühl gemacht. Hier und da steht auch mal was ab. Wenn dann was absteht, entweder nachfetzen oder zack, dann können wir nochmal runter. Man sollte es nicht allzu schnell reißen, also nicht so richtig mega Pflaster reißen, weil sonst, wenn man das zu so schnell macht, dann bleibt wirklich nur die untere Papierschicht drauf kleben. Das ist hier nicht unser Plan. Wir wollen ein bisschen mehr als die untere Papierschicht haben. Und seht ihr hier, wenn ich das so mache, bleibt nicht nur so ein bisschen was hängen und nicht das Ganze, was ich eigentlich haben wollte. Ist aber auch nicht so schlimm. Das macht einfach diese Art von Bastelkunst einfach aus. Knister, knister. Ich weiß gar nicht, wie laut das Geknister hier auf dem Video erscheint. Kriegt ihr jetzt einen Knisterknall oder geht's noch? Also ich mag ja Papierknister, ne? Also wenn man so einen leichten Papierhaschmich hat, dann kann einen sowas ganz so richtig zur Ruhe bringen. Ich weiß nicht, wie das mit Lehrern ist, wenn die das Geknister und Geraschel der Schüler den ganzen Tag hören. Oder also Kunstlehrer, ich weiß nicht, ob das dann ist für mich. Also ich quatsche euch gerne mal irgendwie Kante ans Bein beim Basteln. Das funktioniert. Also manchmal ist das Sprachzentrum ein bisschen gehemmt von irgendwelchen Arbeiten. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. Nur wenn ich hier nebenbei wirklich noch jemandem was erklären soll und ihm auf die Finger schauen, um ihm das dann anhand seines eigenen Kunstwerkes besser zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet bin. Ja. So, jetzt haben wir hier schon mal so ein bisschen was. Sieht auch so ein bisschen nackig aus. Das kommt noch. So. Und hier, ich habe wieder ein bisschen eingerissen.
gehe dann dran lang. Ja, hier oben haben wir jetzt auch noch ein loses Stück. Das, also mein Plan mit Notenschlüssel beibehalten hat nicht immer funktioniert. Das ist aber so. Shit happens. Nicht weiter schlimm. Wie gesagt, das ist nur ein Teil der Deko. Es kommt natürlich noch mehr drauf. Schwupps. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kann tatsächlich abends schön im Bett oder auf dem Sofa liegenderweise mir Bastelvideos angucken. Und freue mich meines Lebens und freue mich immer mal neue Inspirationen. Dann denke ich mal so, Gott, bis morgen habe ich die vergessen. Nee. Spätestens dann, wenn ich mit meinem Schreibtisch sitze, kommt die Erinnerung vom letzten Video hoch. Mensch, das wolltest du doch mal machen. Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob ich diese Art hier schon mal gesehen habe. Möglicherweise da bei Pam. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Könnte sogar sein, dass das mal was ist, wo ich selber drauf gekommen bin. Soll es ja auch geben. So hoch. Ich klappe das jetzt einfach nochmal andersrum. Wenn dieses Klebebandchen ein bisschen störrisch ist. Ich war ja total schockiert. Ich wollte mal das Klebeband in der Apotheke kaufen. Die Apothekerin hat mich nicht verstanden. Das ist ein bisschen schade. Dementsprechend muss ich jetzt irgendwie doch mal gucken, ob ich dieses Klebeband, was ich eigentlich schön in der Apotheke kaufen konnte, im Internet bekomme. Ja. Gucken wir mal, wie viel Glück ich habe. Seht ihr, hier ist nur so ein Überbleibsel gefetzt. Na gut, das ist weißes Sporttape, was ich da nehme. Also nicht mal Sporttape, also nicht hier dieses Physiotape, sondern tatsächlich so ein weißes, nicht elastisches Verbandstape, was auch als Sporttape eingesetzt werden kann. Also wie gesagt, ich habe es im März gefunden, der Apothekerin zeigen können. Wie war ihre Kollegin so ein bisschen findiger da unterwegs, bei der ich das letzte Mal gekauft habe. Hier ist zum Beispiel jetzt so ein Stück, was ich dann einfach entweder seitlich abziehe oder später noch anklebe. Mal gucken, wie ich das dann umgehe. Ach ja, herzlich tut mich erfreuen. Da haben wir es wieder. Aber das herzlich muss jetzt leider weichen. Ja. War ein bisschen viel abgefetzt. Das fällt ja alles unter Shit Happens, was hier zu viel abgeht. Aber es ist Kunst. Und Papier ist immer anders. Ich glaube, ich habe letztes Mal von meiner Fetzaktion anderes Papier genommen. Ich habe nämlich unglaublich viel Notenpapier. Deshalb habe ich gerade auch, oder bin dabei, wenn meine, weiß ich nicht, mein Internet mich lässt, in einer Bastelflohmarktgruppe bei Facebook ein bisschen was anzubieten. Weil ich doch sehr, sehr viel mit der Zeit zusammengesammelt habe und neulich auch einen ganzen Riesensprung einer Musikschule abkaufen konnte. Dazu kommt, dass wir gerade noch einen Kumpel mit einem riesen Indoor-Flohmarkt besucht haben. Da habe ich Atlanten und sowas bekommen. Die muss ich mir noch ein bisschen aufbereiten und dann werde ich garantiert auch was zum Weitergeben haben. Wenn jemand von euch mal Weltkarten und dieses, wenn man die Inhaltsverzeichnisse von Atlanten braucht, ich werde demnächst etwas davon überhaben. Das bin ich ganz sicher. Genauso wie von diesem herrlichen Notenpapier. Also jetzt nicht mal dieses kleine, ne? Jetzt habe ich hier so ein süßes, mega kleines genommen. Aber auch so riesen Papier und so uraltes Zeug. Also wirklich so, also nicht mit altdeutscher Schrift und goldenem Einband und so weiter. Total die abgefahrenen Sachen. Da habe ich allerdings dieses Fetzen hier noch nicht ausprobiert. Also das könnte man sich hart versauen mit so einem alten Papier, weil das kann sich auch bei Klebstoff mal so ein bisschen lösen. Gut, ihr Lieben, jetzt haben wir ein bisschen was Gefetztes auf der Seite. Derweil habe ich auch diese ganzen Sachen hier distressed und auch mir mal zurecht sortiert, was ich wie rum machen will. Ja, ihr seht. Was ich jetzt als allererstes mache,
ist mit Dried Marigold hier eine ordentliche Runde rum Distressen. Und was ich mir eben noch so auf dem Weg beim Distressen überlegt habe, ich werde natürlich jetzt hier zweifarbig distressen, also einmal wirklich viel in die Seite reinkommen und danach mit einem Braun von wahrscheinlich wieder Walnut Stain, weil das habe ich jetzt zum Distressen auch benutzt, werde ich dann nochmal einen schmaleren Rand machen und rumdistressen, nicht so weit in die Seite reinkommt. So, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte euch genau erzählen, was ich mir noch so Schönes überlegt habe. Und zwar möchte ich gerne hier noch schwarze Punkte verteilen. Und das werde ich tun, bevor ich die Punkte aufgeklebt habe. Die Punkte, sage ich schon, die Worte aufgeklebt habe. Weil ich bin tatsächlich gerade am Überlegen, ob ich nicht alles aufklebe und dann die Punkte klatsche. Weil dann sind die nämlich auch auf den Rahmen. Das klingt auch verlockend. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Zeit hier, während ich am Distressen bin, darüber nachzudenken, wann die schwarzen Punkte wirklich sinnvoll sind. Also da freue ich mich auch über den Hinweis von euch. Also ihr habt das bestimmt auch schon gemacht. Mit schwarzer Acrylfarbe so ein bisschen Wasser dazu. Und dann ein bisschen auf dem Blatt rumgetropft. Macht man das zuerst und klebt dann die Sachen auf, die man aufkleben will. Da klebt man auf und macht das wirklich zum Schluss. Klingt irgendwie beides, hat beides seine Vorteile. Also klingt nicht so, als wäre eins von beiden falsch. So, jetzt stelle ich das mal zur Seite und zeige euch nochmal, wie ich die zweite Farbe dann drüber distresse. Hier, auf Walnut Stain. Das ist eins meiner Lieblingsfarben. Neben Vintage Photo, das muss natürlich auch sein. Aber hier gehe ich tatsächlich nur an die Kante. Und lasse das Dried Marigold einfach noch weiter leuchten. Und gehe hier nur die Kante rum. Dass das hier diesen tiefen Effekt bekommt. Gut, ich werde jetzt die anderen Seiten ebenso behandeln. Da nehme ich euch jetzt aber nicht mit. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich fertig bin, weil danach kommt der nächste Streich hier. Okay, bis gleich. Jetzt fertig ist der Lack. Nein, nicht der Lack, sondern die Distressed-Umrandung. Und nun möchte ich mit euch Blümchen machen. Und das Schöne ist, und da bin ich gerade drauf gekommen, als ich ein Video von Luise Heinzel im quasi beim Distressen geschaut habe, wenn man das Oxide nimmt, kann man ja gleich noch Wassertropfen drüber machen. Ne? So, also ich habe den Plan, beide Farben ein bisschen zu mischen. Wo ist denn mein Dauer da? Also zu mischen in dem Sinne, ich möchte nicht nur Blümchen in der einen Farbe haben, ich möchte Blümchen in beiden Farben haben. So, das heißt, ich werde jetzt einmal das Dried Marigold nehmen und mal hier anfangen. Blümchen hier so zu bearbeiten. Und der Plan ist, dass ich dann später auf jeden Fall nochmal mit Wasser dran gehe. Das werde ich euch natürlich auch zeigen, klarer Fall. Der Sinn eines Tutorials ist ja auch einfach mal ein bisschen was zu lernen, beziehungsweise sich angucken zu können, wie andere was machen. So, und dann zu entscheiden, hier ist was für mich oder sieht toll Banane aus. Ich mache das mal anders. Also bei diesen hübschen Stencils oder auch zu gut deutsch genannt Schablonen muss man natürlich ein bisschen schauen, dass sie da liegen bleibt, wo man sie hin platziert hat, wenn man auch gerade mit den Farben zwischendurch wechselt. Dass man hier und da einfach keine komischen Ränder bekommt, weil man die schiebt. Also ich mache die auch unterschiedlich dick. Ne? Also ich mache mal so ein bisschen angedeutet Blümchen so ganz leicht, gehe ich mal drüber. Dann mache ich mal wieder richtig kräftig, dass sie super braun oder super Marigold sind. Ja, auf jeden Fall hinterher ist es so, wenn man dann mit Wasser drüber geht oder Wassertröpfchen reinmacht, dass
die Distress-Farbe reagiert halt mit dem Wasser und wird irgendwie anders. Und das irgendwie, das ist immer sehr spannend. Da kann man gar nicht so richtig voraussehen, wie es denn wirklich wird. Und das finde ich daran sehr reizvoll, weil es ist quasi Überraschungstitel. Was vergessen wir hier unten? Ich habe was vergessen. Ich würde jetzt hier nochmal so ein bisschen den Rand erwischen. So. Muss ja auch nicht immer gleich sein, ne? Jetzt habe ich tatsächlich da ein bisschen über den Rand gestresst, aber das ist noch nicht so schlimm. Das stresst mich jetzt nicht so. Also man kann es natürlich jetzt auch ein bisschen einfach schräg anlegen oder anders und dann. Also mein Plan ist auf jeden Fall, diese ganze Seite und auch die anderen Seiten mit diesen Farben quasi zu hinterlegen. Dann mit ein bisschen Wasser. Vielleicht lasse ich die schwarzen Spritzer tatsächlich weg. Wenn ich mir das jetzt zurecht überlege, könnte das eine ganz gute Idee sein. Weil, wenn ich hier jetzt so schwarze Spritzer noch mit drauf bringe, dann ist das mega unruhig. Also das wird so jetzt schon ziemlich interessant bunt. Ja, also das wird hier ein hübsches, buntes Unterfangen. Und nicht wundern, wenn ich mir jetzt hier meinen Dörfer so ein bisschen versaue, beziehungsweise auch mein... Der Stencil hat ja hier die Farbe drauf, ne? Und wenn ich jetzt hier Farbe hier ein bisschen mische und dann wird das doch ein bisschen bräunlich, weil das Walnut Stain da durchkommt. So what? Man kann nämlich das Pad hier, das Inkpad, kann man nämlich wunderbar abwischen. Und man schnappt sich dann einfach ganz easy peasy ein Tuch, ein nicht fusselndes Tuch bitte, und wischt und mischt dann darüber und dann kriegt man nämlich auch diese Farbe wieder ab. Man sich da tatsächlich irgendwie was versaut hat. Also, ne, versaut im weiteren Sinne. Also richtig versaut ist es ja nicht, weil sonst würde man es ja nicht wieder sauber bekommen. Es ist ja nur, sag ich mal, andeutungsweise versaut. So, Kräftigenstern raus. Nochmal ein kleiner Tipp zu diesem ganzen Distress. Nicht zu dolle rubbeln, sonst rubbelt man sich wirklich den Stencil kaputt. Auch schon hingekriegt, dass ich mir hier diese kleinen filigranen Sperrteilchen oder Zusammenhaltteilchen da zerrubbelt habe. Ja, dann ist der Stencil halt nicht mehr so richtig schick. Na klar, man kann den immer noch, also schneidet man das angematschte Teil irgendwie raus und macht den Stencil ein bisschen kleiner, geht auch noch. Nur man kann es einfach vermeiden, indem man zum Beispiel über diese filigranen Teile hier nicht so mies rüberrubbelt. Nicht so volle Kraft, nur so halbe Kraft. So, da wurde ich gestört beim Basteln. Ist aber halb so wild. Ich habe nämlich hier weitergemacht. Wie ihr seht, habe ich mein Blümchenmuster hier sehr schön ausgebreitet auf die nächsten Seiten. Das heißt, diese 6 Seiten hier bekommen immer das gleiche oder ein sehr ähnliches Thema. So, und das mit den abgerissenen Stückchen hier, das passt mir auch richtig gut. Also das sieht aus meiner Warte aus betrachtet total cool aus. So, jetzt ist der quasi Hintergrundteil nämlich fertig. Und nun geht es daran, die Rahmen. So, ich habe mittlerweile auch mein Beispielfoto hier wieder gefunden. Meine beiden Großen, die hier immer als Model bereitstehen. Jetzt habe ich ja 6 Seiten, bei denen ich irgendwie Fotos irgendwie drauf platzieren möchte und habe jetzt 2 dieser Rahmen hier gebaut. Hier werde ich euch gleich nochmal zeigen, wie ich das hier einmal verstärke, damit das nicht doch noch irgendwie reißt. Ich fange jetzt allerdings hiermit an. Ich möchte gerne diesen Rahmen hier drauf bringen und das natürlich so machen, dass
Ja, man das Foto vernünftig einschieben kann. Das macht total Sinn, das Foto hier von der offenen Buchseite einschieben zu können. Ne? Also schnappe ich mir das Ganze in umgekehrter Reihenfolge. Also hier ist das Ende, der Teil ist hier. Und hier ist die offene Seite. Und nun schnappe ich mir hier einfach einen Stift, weil das wird ja eh aufgeklebt. Schnappe ich mir hier einfach einen Stift und ziehe hier locker flockig eine Linie drumherum. Die muss weder hübsch sein noch mit Lineal gezeichnet oder ähnliches. Die dient einfach nur darum, dafür, dort keinen Kleber zu platzieren. So, weil wenn ihr nämlich in diesen Bereich in der Mitte, also irgendwie doch Klebertatschen reinpackt, dann wird das nichts mehr mit dem Papier, mit dem Foto einschieben. So, folgt ihr nicht mit Papier, weil ich habe mich gerade daran gedacht, dass ich in jedes Fototeilchen noch ein Beispielpapier reinpacken werde. Das wohnt denn so dort. Das sieht auch mit Jack und Callisto schon recht fein aus, finde ich. Also man kann es auch so lassen. Muss gar kein Hochzeitsbild rein. Nun schauen wir mal. Das wohnt auf jeden Fall hier. Das werde ich jetzt einmal aufkleben. Natürlich ohne die beiden. Hier seht ihr meine Kritzelei. Hier ist mein wunderbarer Kleber. John Johnner Kleber, wie üblich. Und hier ist mein eingeweichter Pinsel, den ich noch einmal abtrennen werde. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Moment, ich suche mal eben ein Schmierpapierchen, dass ich hier dann doch noch in mein Album reinkleckse. Das wäre ganz fatal. Also riesig ist mein Schreibtisch nicht. Also vielleicht sollte ich den mal bastelseitig ein bisschen weiter ausbreiten, weil ich hier nicht so viel Nebenfläche habe, vor allen Dingen nicht Nebenfläche, wo ich dann auch noch die Filmkamera hinschwenken kann. Das ist ja quasi ein Allround-Schreibtisch. Er ist nicht nur dafür da, hier Fotoalben zu basteln oder Junk Journals oder ähnliches. Er hat noch viele andere Funktionen. Ja, unter anderem ist er natürlich auch mein Computerarbeitsplatz. Und glücklicherweise habe ich das so gestaltet, dass ich ziemlich schnell hier umswitchen kann. Eine Tastatur hier unter dem Board hervorziehen und direkt am Computer loslegen kann. Aber auch genauso gut, genauso schnell die Tastatur wieder verschwinden lassen kann, um hier das ganze Bastelthema wieder hervorzuzaubern. Ja, dementsprechend Multifunktionsschreibtisch. Das Einzige, was er nicht kann, ist hoch und runter fahren. Ist jetzt für mich aber auch nicht so schlimm, weil ich tatsächlich gar nicht gerne im Stehen arbeite. So als Reitlehrerin muss ich ja sowieso viel stehen und laufen. Das reicht mir meistens immer schon am Tag. Das heißt, sobald ich am Computer arbeite, habe ich überhaupt null das Bedürfnis, irgendwie rumzustehen. Ich weiß, ich habe auch Kollegen, denen geht das anders. Die sind happy mit einem hochfahrbaren Schreibtisch, arbeiten mal einen halben Tag im Stehen oder stundenweise Wechsel, was auch immer. Verstehen kann ich es. Für mich ist es nichts. So, dementsprechend habe ich halt keinen Hochfahrbahn. Ich habe auch echt einen uralten Schreibtisch, muss man dazu sagen. Der ist schön aus zwei Schreibtischteilen zusammengebaut und dient hier als ja, Multifunktionsschreibtisch mit Bastelgarantie. Also hier ist tatsächlich links und rechts und oben und unten sind Fächer und Parts, wo ich einfach hier Bastelsachen und Anregungen hinpacken kann. Aber auch genauso schnell sie wieder verschwinden lassen kann. Sonst habe ich mich natürlich an meiner Bastelunterlage angeklebt. So, ihr Lieben, ihr seht, ich habe das wie so ein U gemacht. Jetzt heißt es nur noch, das Ganze hier dekorativ und gut auf der Seite platzieren, ohne schief dabei zu werden. Und da empfiehlt es sich auch immer noch einmal hier so rüber zu streichen. Auch in die Richtung, wo hier eigentlich die offene Seite ist, ne? Das Ganze, ja, der Junk Journal Kleber hat sehr wenig Wasser. Das heißt, er wellt wenig, aber nicht. So. Ein ganz bisschen Wellen auf Papier verursacht er schon. Aber gut, das tut wirklich jeder Kleber. Er hat wirklich oder verursacht wirklich sehr, sehr wenig Wellen. Ich werde jetzt das Foto noch nicht einschieben, weil sonst
Titsche, Titsche, komisches Wort. Sonst manche ich mir das mit Kleber ein. Deutsch immer auch noch. Okay, das wäre diese Seite. Dadurch, dass ich nicht übergeklebt habe, so, so gar nicht, kann ich hier nämlich meine Abdeckseite auch rüberbringen. Nun ist mein Plan. Ich habe ja noch einen zweiten Rahmen dieser Sorte. Ne? Ihr seht, das hier ist der Rahmen, der dann sein soll. Den möchte ich gerne auf die zweite Dreierseite auch wieder auf die ganz bunte, auf den ganz bunten Part bringen. Muss ich mal gucken, wie wir den Einschub dort gestalten. Eigentlich wäre der Einschub hier schöner. Aber das tut jetzt eigentlich auch nichts. Ich mache einen Einschub halt noch da. Kleben den Part fest, ist auch okay. Nur in dem Fall muss ich das. Obwohl, nee, das ist doof. Den Einschub dahin packen ist doof. Den Einschub packe ich nach. Also ich ziehe das hier rüber. All dieweil ich sonst hier überhaupt keine richtige Kante habe, wo ich das Foto noch hinterklemmen kann. Wenn das hier offen ist, darf das Foto dahinter klemmen. Gut, aber das, wie gesagt, kommt auf die nächste Dreierseite. An und für sich kann ich das auch direkt machen. Und euch dann einmal zeigen. Ne, jetzt noch Kleber drauf, das ist doof. Der Trend geht zum Zweit. Tschüss. Das fällt runter. Der Trend geht zum Zweit. Schmierblatt. Und jetzt brauche ich nämlich mein unsichtbares Scotch Tape. Das gute Zeug. So. Ich bin mal zu faul, da irgendwie Kniegrenzen zu machen, deswegen muss ich mal ein bisschen suchen. Gut, wir machen den Spaß jetzt so. Scotch Tape ist nämlich super, weil es ist matt und unsichtbar. Also, deswegen sagte ich ja unsichtbares Tape. Ich verstärke jetzt hier meine Brücke mit diesem Scotch Tape. Das geht auch wieder von Materialien los, wenn man es wirklich möchte. Das heißt, ich kann es einmal im Untergrund festkleben, andrücken, danach wieder abziehen. So, was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt hier wieder durchschneiden. Ich brauche mal ein bisschen Licht. Wenigstens. Wenig. Es ist zwar heller lichter Tag, aber ich habe einen großen schönen Walnussbaum vor deinem Fenster. Und dieser große schöne Walnussbaum macht dann noch ein wenig Schatten. So, jetzt muss ich natürlich ganz eng an der Kante bleiben, dass ich nichts überstehen habe, um nicht mein anderes Papier dann daran anzukleben. Wie ich das so haben möchte, außer meine Schere festzukleben. Tipp. Ja, die Kante ist schon mal perfekt. So perfekt heißt, gerade geschnitten, keine Rubbel dran und kein nichts, was übersteht und irgendwas anderes festkleben könnte. Und den gleichen Spaß mache ich jetzt hier auch. Ich muss natürlich hier meine vorher das ist das Schöne an dieser Schere, sie geht von selber auf. Wenn man allerdings diesen Nips hier reinschiebt, während man schneidet, kann man nicht mehr schneiden. Das ist halt so. So, jetzt muss ich hier mein vorgeschnittenes nochmal nachschneiden, um das Scotch Tape hier genau an der Kante zu erwischen, ne? Dass ich da Überbleibsel habe, die dann doch irgendwas anderes festkleben, was sie nicht sollen. Jetzt drehe ich mir das tatsächlich um, weil ich das als Rechtshänder doch hier auf der Seite wesentlich besser schneiden kann. Wenn ich das mit links führe und mit rechts schneide, hat dann irgendwie mehr Sinn. So, didu. So, einmal verstärkt, sehr schön. Das sollte halten. Und nun machen wir den gleichen Spaß, den wir eben gemacht haben. Legen unsere beiden Herzchen hier auf. Und das wird dann so sein, dass hier quasi das Foto reingeschoben wird. So. Stift, komm her. Diese Mikrons, die sind dafür ganz gut, weil die verschmieren nicht. Hier wieder kein, ups,
keinen Anspruch auf gerade sein. Es darf ruhig ein bisschen Spiel haben. Und hier heißt es wirklich tatsächlich nur ein bisschen, weil ich hier einen ziemlich großen Bildausschnitt habe. Also wenn man das hier so legt, ist nicht viel Platz nach unten hin und nach oben hin, dass das Bild auch noch den Hintergrund freigibt. So, also dieses hier möchte ich jetzt nach dort platzieren. Ja, schade, jetzt habe ich natürlich das Ding drauf. Aber egal, wenn das nicht drin ist, dann sieht man jetzt ja trotzdem. So. Schwuppdiwupp. Dann werde ich auch das hier mit dem Kleber fein streichen. Auch hier wieder meine Bastelunterlage drunter, dass ich mein Album nicht mit Leidenschaft ziehe. Und Leute, nichts ist schlimmer, als wenn einem irgendwie Kleber auskippt. Das ist ein Grauen. Ich hatte es einmal fast, aber der Junk Journal Kleber ist glücklicherweise wirklich zähflüssig. Und ich habe meine Dose umgekippt und es lief, aber bevor dieser Schwall sich auf den Tisch ergießen konnte, konnte ich die Dose noch wieder hochziehen und mit meinem Kunstwerk retten. Das war aber wirklich haarscharf. So, jetzt müsste eigentlich so ein bisschen Fahrstuhlmusik laufen, während ich hier am Pinseln bin. Gut, ihr seht schon, das Album ist auf jeden Fall ausgelegt auf 13 mal 18 quer. Das ist eigentlich auch das Fotoformat, was von Fotografen üblicherweise kommt. Also Fotografen machen immer quer oder also zu sehr, sehr hohen Anteilen Querfotos und liefern dann auch die 13 mal 18 Fotos aus, wenn sie etwas ausdrucken, weil das einfach eine schöne Größe ist und eine edle Fotoqualität dann meistens auch noch dazu. Und wer dann einfach irgendwie doch ein Hochkantbild haben möchte, kann man aus vielen Querformatbildern dann einfach auch einen Hochkant schneiden. Und also digital schneiden, meine ich natürlich. Und damit dann auch einfach den Wunsch nach Hochkant bedienen. So. Gucken wir mal. Kante fertig, Kante fein. Wieder mal die Unterlage angeklebt. Das ist aber nichts Neues. Kennen wir ja schon. Da bleibt immer so ein bisschen von dem Distress Oxide auf dem Dingens, wie ihr seht. Ich hab's halt mit Dingens. So. Muss ich das relativ weit hier rüber holen, damit ich da noch Platz habe, damit das Foto auch überhaupt hier reingeschoben werden kann. So, jetzt mal erstmal die Kante rein. Und natürlich gucken, dass das hier auch irgendwie ein bisschen stramm ist, ne? Nützt ja nichts, wenn es sich wellt und dann hier vorne hochsteht. Das macht gar keinen Spaß. So. Wie gesagt, der Fototest kommt nachher, wenn er wirklich gut angezogen hat. Also der Kleber, der klebt ziemlich schnell, sodass man ihn direkt, also dass man auch weiterarbeiten kann. Nur wenn ich jetzt hier was reinschiebe und drin rumpruckel, dann steckt doch das Foto im Kleber. Weil anziehen und trocken sein sind zwei verschiedene Sachen. Gut, wie ihr seht, wir haben hier noch eins, zwei Seiten, die frei sind. Und da hatte ich ja auch schon angekündigt. Und auch schon distressed, also vorbereitet, dass wir hier diese Ecken nutzen können. Ne? Ich habe mir hier schon mal so ein bisschen zusammengelegt, wie es einfach ganz gut zusammenpassen könnte. Also wir haben hier einmal, also zweimal die runde Variante. Und genauso haben wir auch zweimal die eckige Variante. Wir haben mal geguckt, dass ich so ein bisschen Bilder und Themen oder Worte hier abwechseln kann. So, der Plan an der Geschichte ist jetzt, brauche ich tatsächlich noch ein paar mehr Büroklammern, glaube ich. Ich würde die nämlich feststecken am Foto und dann mitsamt dem Foto auf die Seite packen. Dafür mache ich jetzt einmal einen kurzen Stopp, hole mir noch mehr Wäscheklammern, wollte ich gerade sagen, Büroklammern. Und
bin gleich wieder da mit dem nächsten Streich. Schwupp. Jetzt habe ich hier Büroklammern im Zugriff. Jetzt, also ich habe mir das Vorgehen immer so zurechtgelegt, dass ich mir das optisch zusammenstecke. Also, das heißt optisch zusammenstecke, nein, ich stecke es mir auch physikalisch zusammen. Aber so, dass ich mir dann auch vorstellen kann, wie es hinterher ist. Und klebe mir den ganzen Spaß dann mitsamt dem Foto aufs Blatt Papier. Natürlich klebe ich das Foto nicht an, ist klar. Nur das mit den Büroklammern. Das ist ein ganz cooler Trick. Also kann ich das ein bisschen ausrichten und auch gucken, wie viel muss ich da noch dran schaffen. So rum hätte ich es gern. Genau, wie viel muss ich da noch dran schaffen? Also kann ich es noch ein bisschen zusammenschieben oder nicht? Und dementsprechend helfe ich mir jetzt einfach hier mit diesen Herzchen und Büroklammern. Yes. So, jetzt gucken wir einmal, ob das mit der Breite hinhaut. Ich glaube, das ist ganz gut. Von der Höhe her würde ich es dann ein bisschen runterziehen. Wenn ich es letztendlich aufklebe. Und ich habe mir jetzt auch angeschaut, die Einklappseite ist ja ein bisschen schmaler. Für die Einklappseite würde ich die rundlichere nehmen. So, wie hat man es dann? Immer einmal Bild und einmal Text auf einer Seite. Okay. Also ihr seht schon, ich will das so machen, dass man dann das Foto einfach schick dahinter stecken kann. Und einfach meine ich auch ernst. Also das darf einfach sein. Weil nichts ist blöder, als wenn man danach dann so rumprokeln muss, um ein halbwegs gutes Ergebnis zu bekommen. Ich möchte schauen, dass die beiden Spaß an ihrem Album haben und auch in der Lage sind, ihre Fotos da reinzupacken. Nützt kein schönes Album mit Hochglanz, Tüllü und allem drum und dran, man es hinterher einfach nicht benutzen kann. Und das ist auch mein Plan. Also ich stelle Sachen her, die wirklich zu benutzen sind. Das heißt, die Journals sind zum Schreiben da oder Tagebücher zum Tagebuch schreiben oder was auch immer reinkleben. Und natürlich auch die Fotoalben, um Fotos reinzukleben. Wer hätte es gedacht? So. Hier dann noch ein bisschen Rücken von oben und unten. Das ist wesentlich weiter oben als das hier. Das heißt wesentlich, also für mein Auge auf jeden Fall. Das ist ein bisschen schief. Das ist auch nicht schlimm, wenn das an mir schief ist. Nur möchte ich ganz gerne wenigstens die Höhe der Kästchen zusammen haben. Wenn das jetzt hier in sich so ein bisschen springt, das ist auch nicht ganz gerade geschnitten. Ich habe es nämlich mit meinem schönen feinen Hüttenschneidewerk da gemacht, also mit der Guillotine für Fotos. Die habe ich von meinem Opa mal übernommen. Genau. Und deswegen sind die Dinger in sich eh nicht gerade. Von daher ist das hier echt Thema Mut zur Lücke. Aber wenigstens auf die gleiche Höhe sollten sie. Das ist der Mindestanspruch. Shit. Jetzt habe ich hier meinen Pinsel nämlich schön aufs Handtuch gepackt. Gut, dass ich ein altes genommen habe. Ja, warum habe ich eigentlich ein Handtuch genommen? Um das Fotoalbum zu schützen. Ich habe nämlich die erste Schicht Cover schon drauf. Und das ist weiß. Naja, wie man halt sich so für Hochzeitsalbum vorstellt, ne? Wenn man ein weißes Cover hat, dann sollte man auch tun, nicht zu sehen, dass es weiß bleibt. Weil wenn ich da jetzt irgendwelchen Kram drauf zauber, so schwarze Acrylfarbe oder ähnlichen Spaß, da werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Dieses Journal oder dieses Hochzeitsbuch war nämlich ein Haufen Arbeit. Alleine schon bisher und ich bin noch nicht mal fertig. Dementsprechend schütze das Cover, also jedenfalls, wenn du sowas leichtes Weißes hast. So, auch jetzt gehe ich hier nicht ganz ans Foto ran. Ne? Also ich bleibe jetzt hier wirklich ein Stückchen vom Foto weg, um da noch ein bisschen Spiel drin zu haben. Man muss es ja auch irgendwie platzieren können. Und das ist, also durch diesen Zhangzhanda-Kleber ist das, hält es auch gut fest. Das heißt, es ist auch so, dass wenn man das Foto dahinter steckt, ist es nicht so, dass dieses Stamperia-Papier hier irgendwie labbrig wird. Und es hält dann einfach durch diese Kleberverstärkung noch viel besser.
Das wird auch viel steifer, das Papier. Jetzt kann man natürlich auch mit seinem Klebepinsel hier die Ecke verbasteln. Das kann man schon tun, das ist auch, kommt schon mal vor. Das, ganz ehrlich, wenn man hier rumbastelt mit einem Tüdelü und einem Zip und Zap, da passiert halt mal irgendein Scheiß. Man klebt mal irgendwas fest, was man nicht festkleben will, oder klebt irgendwas nicht, was man kleben will. Klebt die Unterlage mit dahin, was man eigentlich nicht kleben wollte und so weiter und so fort. So. Wir werden dann soweit. Jetzt ziehen wir das Foto richtig schön gerade. Und jetzt in aller Seelenruhe werden die ganzen Ecken angesteckt. Angesteckt, angedrückt. Angesteckt sind sie schon. So, für die Mutigen unter euch, man kann jetzt eigentlich direkt, wenn das hier einmal angedrückt wurde, können wir jetzt auch hier beigehen und Klammern rausziehen, aber immer in Fahrtrichtung, also immer so, wie sie vorher gesteckt waren. Dann funktioniert das auch. So. Also, wenn man das jetzt hier irgendwie kreuz und quer zieht oder irgendwo das doch in den Kleber schmiert, das wäre fatal, weil dann verteilt man mit der Klammer nämlich den Kleber unterm Foto und dann versucht man ein Beispielfoto da wieder rauszukriegen. Na, herzlichen Glückwunsch. So. Das hätten wir. Also was man jetzt schon machen kann, so gut der Kleber angezogen ist, so ein Foto kann man über eine Brücke rausziehen. So. Dann kann man es ja nämlich erstmal ganz in Ruhe fein trocknen. Und nun kommt der nächste Streich. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, das Ding ist schmaler, sieht man ja, ne? Und von dem, unter dem Motto, das Ding ist schmaler, machen wir hier die runden Bubbles dran. Und das werde ich nämlich genauso machen, wie ich das jetzt eben mit dem den Eckigen gemacht habe. Ich gucke jetzt nochmal eben, ob das jetzt von den Worten für mich zusammenpasst, also auch von der Schriftart. Ne? Also wenn man jetzt eine Seite nur mit diesen mal plakativen Buchstaben machen würde, wäre das wesentlich, sag mal, weniger verspielt, als wenn man das jetzt hier so mischt, wie ich das gemacht habe. Das heißt, ich versuche mal zwei mit diesen Blockbuchstaben und zwei etwas verspieltere Worte zusammenzubringen. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. So, und jetzt werde ich den gleichen Spaß mit den Rohklammern und mit den Ecken wieder machen. Da müsst ihr mir jetzt nicht Schritt für Schritt bei zugucken, ist jetzt nicht nötig. Ich mache das und danach hole ich euch wieder dazu. So, fertig ist der Lack. Nein, fertig noch nicht. Sonst müsste ich euch ja gar nicht mehr dazu holen. Also wir haben jetzt hier was zum Foto einstecken, hier zum Reinschieben. An der Stelle haben wir die runden Dinge. Und auch hier wieder die eckigen und dort wieder was zum Reinschieben. Das mit dem Reinschieben kann ich euch jetzt zeigen, das ist jetzt mittlerweile trocken. So, da wird das Foto, na, komm schon, reingeschoben. Glücklicherweise schiebt man ihn nicht ständig rein und raus, sondern macht das einfach immer. Genau einmal, vielleicht ein zweites Mal was Neues reinzuschieben. Also ich werde das Ganze noch ein bisschen lockern, indem ich da die Beispielfotos reinpacke. Und dann, also man kann es auf jeden Fall weiter durchschieben. So habe ich das dann schließlich aufgeklebt. Genau, das Ding mit den Beispielfotos, das zeige ich euch nämlich auch noch. Wenn ich kurz vorm absoluten Ende bin mit dem Album. So, was habe ich denn jetzt noch geplant? Jetzt habe ich noch geplant, dass jede Seite welche von diesen wundervollen Wörtern bekommt. Ich hatte sie ursprünglich mal richtig schön zusammengelegt, dass ich je Seite irgendwie 5-6 Stück habe. Dann kam ein wuseliges Katzentier und das war dahin. Dementsprechend muss ich jetzt hier einmal ein bisschen sortieren und zeige euch die Wörter schon mal, weil die sind nämlich auch in diesem schönen Stamperia-Papier.
4 Set dabei. Muss man natürlich selber ausreißen oder ausschneiden. Ich habe mich für Reißen entschieden, wie ihr seht. So, hier ist noch so ein bisschen was für die Außendeko dabei. So. Ich merke leider gerade, dass ich ein bisschen Migräne bekomme. Und werde mich ja einmal kurz gleich verabschieden, um das zu beheben. Hoffentlich. Sehr ärgerlich. Wenn man erstmal so ein Bastelwahn ist, dann möchte man eigentlich gar nicht aufhören. So. Also ich habe das so ein bisschen sortiert. Jeder kriegt ein schwarzes. Jeder bekommt etwas Weißes. So, falls euch jetzt wundert, dass ich hier noch vielleicht sehr ruhig sitze, obwohl ich auf dem Weg bin, Migräne zu bekommen. Das schleicht sich immer an. Man merkt, dass etwas passiert. Jetzt kommt das Aber. Ich habe jetzt doch ein bisschen Zeit, bis wirklich was passiert. Und die Menschen, die Migräne mit Aura haben, werden das bestimmt kennen. Da fängt so ein kleiner Lichtkreis an, durchs Gesichtsfeld zu hüpfen. Und ab diesem Lichtkreis hat man noch eine gute halbe Stunde Zeit, bis die echte Migräne dann einsetzt. Ist nicht schön, aber selten. Naja, so ist das. Da habe ich 2, 4, 5, da habe ich 6 Stück. 6 Stück sind definitiv mal einer zu viel. Mal gucken, welche ich nicht da wegnehme, weil ich hatte sie mir alle schon richtig schick zusammengelegt. Mal was Kurzes, mal was Fettes, mal was Großes, mal was Schwarzes. Na, Kamoni. Die kleine Zauberkatze. Die kleine Zauberkatze ist ein ganz schönes Wuselviech. So. Okay, dann haben wir hier 5 weiße. Gucken, wie das sechste hier ausschaut. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Also ich bin jetzt noch bei Nummer 6. So, ihr seht ja schon die Worte. Ich finde, die passen wunderbar zu einer Hochzeit. Und passt natürlich auch hier wunderbar zu den Bildern, weil klar ist, aus einem Papierset ist logisch. Und dementsprechend werde ich sie gleich hier auf den Seiten hübsch verteilen. So. 1, 2, 3, 4. Da war noch was Fettes dabei. Jetzt habe ich nämlich noch einen über. Und irgendwo habe ich einen zu viel gesetzt. Ich glaube, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir da. Da ist einer zu viel. Und zwar, glaube ich, Love, weil das nämlich das Fett. So. So sind jetzt hier denn meine Teilbereiche. Die werde ich gleich mit euch aufkleben. Vorher mache ich meine kleine Pause, gehe was trinken und gucke mal, dass ich mich hier wieder in einen vernünftigen Bastelzustand versetze. Dann machen wir es gleich. Und schon wieder da. Ja, Migräne weggepackt. Jetzt kann es weitergehen. Ihr seht, ja, mein Stuhl knetert immer noch. Das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Mhm. Ihr seht auf jeden Fall hier die ganzen Texte, die ich jetzt zusammengelegt habe. Weiterhin mein Kleber. Und jede Seite, jeder dieser 6 Seiten bekommt jetzt hier so ein paar Worte verpasst. Ich finde die mega schön. Und auch das Ausreißen, das war auch echt gut zu bewerkstelligen. Danach das Stressen, ich finde, die sehen einfach nur cool aus. Ich freue mich da total drauf, die jetzt aufzukleben. So, jetzt muss man natürlich schauen, wenn wir mit dieser Seite hier anfangen. Hier, wonderful. Sollte man natürlich kein Paket mit Wonderful hier nehmen. Die lege ich jetzt mal zur Seite. Wir fangen mal mit dem ersten Teil an. Hier ist noch das zweite Wonderful. Das heißt, das muss ich auch ein bisschen ferner von diesem hier in dem Bild bringen. Ich fände, kurze Worte hier ganz gut. Also ich glaube, ich entscheide mich hierfür. Ich glaube es nicht, sondern ich habe es getan. So, dann hätten wir noch Amazing, das haben wir nämlich auch doppelt. Weil das Schwarze fällt natürlich mal mehr ins Gewicht. Das würde ich jetzt hier nämlich direkt gleich hier dazu packen. Haben wir Sunshine irgendwo? So, jetzt gehen die ganzen Nachrichten hier bezüglich des Reitunterrichts morgen ein. Das ist auch spannend. Gut, jetzt haben wir hier noch ein Wonderful. Oh, das andere Wonderful muss auch mit auf die andere Seite. Ich habe es gleich so, also auf die andere Seite heißt, auf den anderen Dreierblock.
So, Remember Today, Sunshine. Also Remember Today könnte man auf jeden Fall woanders hinpacken. Könnte man nicht nur, sollte man auch tun, weil wenn hier schon steht Remember, dann und Sunshine, die beiden müssen auf jeden Fall auf eine andere Seite. Genauso wie das Wonderful in Schwarz. Definitely. So, wahlweise, ich bastel hier gerade einmal zusammen, weil wir nämlich, ja, ich mag Wortwiederholungen im gleichen Umfeld nicht so gerne. So, und wenn die Wortwiederholungen auch noch alle schwarz sind, dann geht mir das ziemlich auf die Nerven. So, jetzt sind wir sortiert. So, diese Seite ist ja mit den Blumen schon relativ voll. Das tut aber gar nichts. Wir kriegen das hier nämlich wunderbar hinsortiert. Und zwar alles so ein bisschen, ich mag das, wenn das überlappt, aber wenn das hier auch, sag ich mal so, im Raum verteilt. Es muss auch nicht symmetrisch irgendwie sein, aber es sollte auch nicht symmetrisch sein. Immer dieser Konjunktiv. Nein, also ich mag grundsätzlich Symmetrie. Nur nicht um jeden Preis. Also und auch nicht überall. Ich finde, das sieht immer aus wie gewollt und nicht gekonnt. So. Sortieren wir uns hier mal langsam. Wieder eine ordentliche Portion Junk Journal Kleber drauf. Nicht zu viel, dass ich das gleich auch noch umklappen kann, ohne alles zusammenzukleben. So. Auch diese Tätigkeit ist jetzt etwas, ich weiß nicht, ich muss euch da glaube ich jetzt nicht alle bei allen Schildchen quasi mitnehmen. Ich glaube, ich glaube schon wieder. Das ist schön. Wenn einem einmal auffällt, dass man ein Wort ziemlich häufig sagt, dann fällt einem das auch ständig auf und man geht sich selber damit auf die Nerven. Kennt ihr das auch? Gibt so Wörter. Bei mir ist es gerade, ich glaube. Nun gut, was wollte der Autor einem eigentlich sagen? Also ich wollte euch eigentlich sagen, ich werde jetzt diese Wortfetzen hier, die werde ich jetzt hier überall schön verteilen, mit dem Junk Journal Kleber ankleben und euch danach das fertige Ergebnis zeigen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht hier mit mir die ganze Klebearie von allen 6 Seiten mitmachen. Also theoretisch könntet ihr das. Das ist wahrscheinlich auch was man abends gucken und dabei gemütlich einschlafen kann. Also richtig spannend ist es nicht, oder? Ihr habt jetzt ja einmal kennengelernt, wie ich so, sagen wir mal, bei solchen Worten, die ich auf einer Seite verteilen will, einfach dran gehe, wie ich denke. Und dass bei sowas absolut keine Symmetrie sein muss, sollte, dürfte. Auch mit und ohne Konjunktiv. Dementsprechend mache ich jetzt gerade dieses kleine Schildchen hier noch zu Ende und dann hänge ich euch ab, mache die anderen fertig und zeige euch dann das fertige Ergebnis. Ich weiß auch gar nicht, das Video jetzt ist auch schon wieder durchaus recht lang. So, und hier würde ich jetzt nicht diesen Winkel nehmen, dass das hier wieder gleichgeschaltet ist, sondern einen viel flacheren. Das heißt, es ist schon irgendwie mit hier in der Diagonalen, aber nicht in dem gleichen Winkel wie das Ding. Das macht auch durchaus Sinn. So, wenn man sowas vollflächig klebt, dann kommt schon mal hier unter Ecken hoch. Ist auch nicht schlimm, nur deswegen sollte man ab und zu, nachdem man es aufgeklebt hat, nochmal draufdrücken. Wie gesagt, ich hänge euch ab und gleich seid ihr wieder bei mir, wenn ich damit fertig bin. Da bin ich wieder. Ich hoffe, trotz der wunderschönen Abendsonne, die hier drauf fällt, könnt ihr das vernünftig sehen, was ich euch hier zeigen möchte. Mein Ringlicht versagt bei der echt schönen Abendsonne, die hier durch den Walnussbaum fällt. Deswegen schaue ich mal, dass ich euch das so ein bisschen näher halten kann. Also, das habe ich geschafft. Ganz schönen, wunderbaren Worte hier verteilt. Jetzt einfach nur eine kleine Flipflow durch diese 6 Blätter. Also die Seite gehört natürlich auf die andere. Da haben wir diese ganzen wunderhübschen, tollen Worte, die ich am liebsten behalten würde und gar nicht mehr aufkleben.
So. Aber sie sind da für einen guten Zweck, für ein tolles Hochzeitsalbum. Und ja, die machen sich da wunderbar und wunderfein. Jetzt bekomme ich auch noch mein Handtuch. Hauptsache ist, ihr seht, ich habe sie alle untergebracht. Ich habe auf jeder Seite fünf Wörter untergebracht. Und dementsprechend, ne, Kopf rechnet schwach, 30 Wörter. Mit ein paar Wiederholungen gebe ich zu. Also ein paar Wiederholungen sind dabei bei diesen Wörtern. Aber das funktioniert schon ganz gut. Und jetzt ist meine Familie hier laut auf dem Flur und draußen. Mein Gott, ist halt so. Ihr kennt den Abschlusstext. Wir haben 6 Seiten hier gemacht. Ich freue mich total über Kommentare, über Likes, über Diskussionen, die wir zusammen anstoßen können. Und wir sind nicht mehr weit entfernt von dem kompletten Flip-Through. Ich habe noch eine Doppelseite zu craften und natürlich noch das Cover. Beim Cover nehme ich euch auf jeden Fall mit und ich denke auch mal, dass ich bei der letzten Doppelseite, die noch aussteht, euch mindestens mal einen Teil davon mitnehmen kann. Fussel entfernt. Sehr schön. Ja, dann gehabt euch wohl, habt viel Spaß beim Basteln und bis demnächst in diesem Kino.